klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Geistesgaben ist ein wunderbares Thema, das ich aber mal nicht so behandeln will, so, wie möchte ich sagen, theologisch nun auszuführen, welche Gaben gibt es und ach, die Wertigkeiten und was da alles biblisch zum Beschreiben wäre. Worum es mir geht, hier und heute bei dieser Abhandlung, und zwar um mich selbst zu spiegeln nach einem Christenleben von über 40 Jahren mit Jesus unterwegs zu sein und dann die Geistesgaben, wie habe ich sie praktisch für mich erfahren, erlebt, was war für mich da wichtig, auch so ein bisschen mit einem Schmunzeln über meine eigene Menschlichkeit, wo ich mir am Anfang gedacht hatte, oh, Geistesgaben, was gibt's da alles zu erfahren, was kann ich da lesen? Über die Geistesgaben aber, meine Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Es braucht Wissen über Geistesgaben. Und Paulus möchte seine Gemeinde, Geschwister, er möchte ihnen Klarheit vermitteln. Er möchte ihnen sagen, was ist da los, was müsst ihr dazu wissen. Und das gefällt dem Herrn. Ich soll darüber Kenntnis erlangen. Und wo ich dann anfänglich in den ersten Jahren Begeisterung empfunden habe, Gaben, nicht nur Begabungen, sondern tatsächlich Wirkungen des Heiligen Geistes, die ein Mensch so von sich aus nicht machen kann, haben mich kolossal beeindruckt. Das hat mich schier vom Sockel gehauen, wie soll ich sagen. Das war für mich, ach, wie das Gelbe vom Ei. Und das wollte ich gerne haben. Und ich war so in meiner Naivität der Einstellung, die Fokussierung, wenn ich irgend Geistesgaben erlangen könnte, je mehr, desto besser. Das muss doch wunderbar sein. Das ist doch das, wo mich dann auszeichnet als göttlich. Hier ist der Beweis, hier sind meine Gaben. Heute würde ich sagen, bin ich dabei, bei dieser Fokussierung, verkehrt gelaufen. Weil ich Dinge unheimlich wichtig und unheimlich begehrenswert empfunden habe, die ich heute anders betrachte. Nun habe ich natürlich gelesen, die Aufforderung der Bibel. Also, meine Brüder, strebet nach der Weissagung und das Reden in Zungen wehret nicht. Alles aber geschehe mit Anstand und in Ordnung. Strebet nach der Liebe, doch eifert auch nach den Geistesgaben, am meisten aber, dass ihr weissagen könnet. Strebet aber nach den besten Gaben. Doch zeige ich euch jetzt einen noch weit vortrefflicheren Weg. Ich bekomme den Auftrag, um nach Gaben zu streben, mich darum zu bemühen, eifrig danach auszusein. Und ich soll auch wählen das Beste, das Vorteilhafteste. Und es wird extra erwähnt, Prophetie. Ich soll prophetisch unterwegs sein. Ja, das war dann so ungefähr mein Wunschtraum für mich, dass ich mir gedacht habe, ja, das möchte ich so gerne und das wäre doch toll und ach. Und da habe ich gesehen, man kann sich irren, indem man nämlich der Meinung ist, es käme darauf an, wie eifrig, wie energisch ich da hinterher bin. Und dann, wenn ich mich ganz besonders anstrenge, dann wird mir diese Gabe doch unbedingt zuteil werden müssen. Und dann muss sich Gott entscheiden, weil er sieht, der liebe kleine Matthias, der ist so unheimlich darum bemüht. Jetzt gebe ich es ihm. Wisst ihr, zurückblickend bin ich heute dankbar
das hört sich jetzt vielleicht komisch oder dumm an, für jede Gabe, die mir mein Gott vorenthalten hat, die er mir nicht gegeben hat. Was? Wie bitte? Was soll das heißen? Hier steht's doch, eifert darum ganz fleißig und du sagst jetzt auf einmal, bist du dankbar, dass du es nicht bekommen hast. Ich habe beim Nichtbekommen von Gaben, habe ich etwas Wichtiges gelernt. Nämlich, was ich heute sagen kann, worauf ich meine, worauf es dem Herrn ankommt. Und da habe ich gemerkt, war ich lange Zeit falsch, menschlich, fleischlich eingestellt. Absolut nicht so, wie es von Gottes Seite mir heute erscheint. Bei diesen Aufforderungen von Paulus an die Korinther wird nun deutlich, da gab es Probleme. Es gab Probleme, dass das Reden in Zungen wurde gewehrt, gehindert. Aus irgendeinem Grund wollten die das nicht einmal und ich kann mir schon vermuten, warum sie es nicht wollten, weil natürlich gesehen nichts für den Verstand dabei herauskam, was man erklären konnte, weil keine Ausleger da waren für die Zunge und so war es ein Gebrabbel, was man abtat. Aber Paulus sagt, wehrt ihn nicht, wehrt dem nicht und es muss aber, und da war wieder eine neue Gefahr, in Anstand, in Ordentlichkeit, in geregelter Weise geschehen, dass da nicht ein geistliches Tohuwabohu entstanden wäre in der Versammlung, im Gottesdienst, durch Wirkungen des Geistes. Man möchte gar nicht meinen, dass das möglich ist. Man möchte doch denken, ja, Gottes Geist hat das alles in seinen Zügeln, in seiner Beherrschung. Da ist es doch unmöglich, dass die Bedienung von diesen Gaben ausarten könnte in etwas Unordentliches, Unanständiges, Ungebühriges. Und genau das habe ich auch erlebt. Das ist die Möglichkeit. Und da ist es tatsächlich so, dass Menschen geistliche Dinge gebrauchen können und es fängt an im Geist und sie enden im Fleisch in Unordnung, in Unmanierlichkeit und man hat keinen Respekt mehr voreinander und der eine will geistlicher und frömmer und hochbegabter erscheinen als der andere und das Ganze ist bereits ein Wetteifern, ein Rivalitätsmodus im Fleisch. Verwerflich, verächtlich, böse, sündhaft. Denkt man sich das? Und das ist möglich, um das an und für sich so kostbare, möchte ich sagen, die Perle, die das Gold so zu verwenden, dass man nachher als Endergebnis in der Gemeinde bekommt eine Abwehrung, eine Blockade. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht hantieren. Das gibt uns ein Durcheinander. Halt weg damit. Und das sollte auch nicht sein. Und er sagt, ich könnte euch und will euch aber noch einen viel, viel, viel vortrefflicheren, besseren Weg zeigen. Das heißt, die Bedienung von Gaben wird als ein Weg beschrieben und dann kommt das Hohelied der Liebe im 1. Korinther 13, dass er als einen Weg viel, viel wichtiger, viel vortrefflicher als die Nutzung von Gaben beschrieben wird. Die tiefgreifend selbstlose Jesusliebe hat einen viel unsagbar höheren Stellenwert als eifriges Gabenbedienen. Auch darüber kann man sich wirklich Gedanken machen. Und da sehe ich wieder das Gelbe vom Ei. Das ist nicht die Gabe. Das ist der Charakter und die echte, gottgewirkte Hingabe aus Liebe zum Nächsten, aus wirklich ehrlichen Herzensmotiven. Das ist ein höherer Weg. Und wenn dieser höhere Weg nicht beachtet wird, dann kannst du mit deinem ganzen Geistesgaben, kannst du Schiffbruch erleiden. Ich habe das erlebt bei Menschen, die wirklich in einer Überbetonung von ihren vermeintlich ich muss Gaben benutzen, ich muss Gaben ausnützen, ich muss sie für mich
das Wasser auf meine Mühle laufen lassen und die Menschen sind gescheitert. Gescheitert in ihrem Glauben, gescheitert in dem, wie sie das Göttliche zu hantieren hätten. Auch wieder eine Sache, wo man denken möchte, ja, ist das möglich? Wie kann denn das sein? Ja, Gott gibt dir ein Geschenk und das Geschenk ist kostbar und wertvoll, aber weil du Mensch bist, warnt er mich auch, pass auf, dass du nicht in der Überbewertung dieses Geschenkes einen Fehler machst. Und einer der größten Fehler ist, um die Gabe höher zu achten als den Geber.